Herzlich willkommen bei Keto Coach. Ich bin's wieder, Andreas Ulrich, und ich widme mich dem Thema Keto und der Aufklärung von allem, was damit zu tun hat. Und heute geht's gar nicht so sehr um meinen Input, denn es geht einfach um Büchertipps für die, die tief, wirklich tief in die Materie einsteigen wollen. Und da möchte ich euch einfach zeigen, womit ich mich beschäftigt habe. Und da haben wir hier das Buch. Wir sind ja hier in einem deutschen Kanal, der Keto Kompass. Und der Keto Kompass ist einfach sehr, sehr cool. Das ist 2019 erschienen, hat aber Studien, ich glaube schon 1920 rum bis eben ganz aktuell, wo man hinten im Inhaltsverzeichnis einfach genau nachschauen kann. Also das ist einfach so ein auch Nachschlagewerk für alle Studien, die einen einfach zum Thema Keto interessieren. Keto, damit meine ich immer ketogene Ernährung, Ketosezustand über Intervallfasten, intermittierendes Fasten, Fasten allgemein, da geht es auch ganz viel in dem Buch darum. Und eben diese Neuheit, wo viele sagen Trend, was für mich gar kein Trend ist, der exogene Ketonkörper, wo eben auch wir hier in dem Buch ein Kapitel zu haben, wo erklärt wird, worauf zu achten ist bei der Herstellung, einfach, dass das bioverfügbar ist etc. Und was auch spannend ist, dass es das Ganze eigentlich schon sehr, sehr lange gibt, in der Navy eingesetzt worden ist, dann in Spezialkliniken etc. etc. Ja, die Autoren Ulrike Gonder, Julia Tulipan, Marina Lommel und Dr. Brigitte Kahner, alles Experten in dem Bereich, was bei dem Buch noch sehr cool ist, für die, die es einfach auch praktisch haben wollen. Es ist so Stück für Stück aufgebaut, was ist denn eigentlich der Zustand der Ketose, wie kommt man da rein, übers Fasten. Dann der Begriff, was mich so krass beeinflusst hat, ist metabolische Flexibilität. Wie cool ist es denn, wenn wir unserem Körper wieder beibringen, dass er, egal was er bekommt zu essen oder wenn er nichts zu essen bekommt, dass er einfach Energie produzieren kann und das zwar auf eine effiziente Art und Weise. Denn wir Menschen, wir können im Prinzip alles essen, nur ein Zustand, den wir uns halt über die Jahre abtrainiert haben, ist der Zustand der Ketose. Und ja, da ist das einfach ein schönes Nachschlagewerk oder auch, wenn man sagt, hey, man möchte wirklich was umsetzen, kann man damit auch gut arbeiten. Ja, es ist wissenschaftlich, aber meiner Meinung nach ist es so, dass jemand, der sich da nicht so gut auskennt, trotzdem Sachen versteht und jemand, der halt sehr in der Materie drin ist, einfach mehr versteht. So würde ich das sagen. Cool auch, Dr. Mary Newport gibt noch ein kleines Beispiel drin, die mit ihrem Mann selbst Experimente gemacht hat, weil ihr Mann einfach unter Demenz litt oder leidet. Ist ja schwer zu sagen, glaube ich, darf man auch gar nicht sagen, dass es vorbei ist. Ist auch, glaube ich, nicht der Fall, aber sie hat enorme Verbesserungen erzielt. Erstmal nur mit Kokosöl, dann mit MCT-Öl und dann mit exogenen Ketonen. Also insofern sehr, sehr spannend einfach und also mich hat es sehr geflasht. Also das Buch hat mich nicht mehr losgelassen. Dann, ja, hier ein Buch. Viele sagen ja immer ketogene Ernährung, keine Chance, vegan. Ja, der liebe Rüdiger Dahlke, der auch schon das Buch Peace Food geschrieben hat, wo es darum geht, dass vegane Ernährung nicht nur Frieden für die Tiere bedeutet, sondern Frieden für den Mensch und die Umwelt etc. Also ganz viele Aspekte. Steht auch hier noch eben drin, hat ein Buch geschrieben, wie man sich ja, vegan ernähren kann, aber Keto. Ja? Sehr, sehr spannend für einfach die ganze vegane Schiene. Deswegen wollte ich es auch einfach mal mit erwähnen. Und dann ein sehr, sehr wissenschaftliches Buch vom lieben ja, Dr. Jack Wilson und Ryan Lowery, die ich beide in Kentucky kennenlernen durfte. Was mich fasziniert an denen, sind so richtige Researcher, die tief in die Materie reingehen, gleichzeitig aber auch selber Sportler sind. Also wenn ihr euch die mal auf Instagram anguckt, Muscle Dog, glaube ich, so heißt der PhD, Muscle Dog, irgendwie sowas, haben richtig Reichweite, geben Tipps für Training, sind beides fitte Leute, absolute Biohacker und die haben eben 2017 die Ketogenic Bible rausgebracht. Leider momentan gibt es das Buch nur auf Englisch, aber auch hier wieder, wo ich so sage, hey, absolut krass, was da alles drin ist mit Experimenten, Krebsresektion, ja, also auch einfach so, ja, Diabetes, wie funktioniert es mit Abnehmen, was kann ich tun? Dann, ja, was gibt es für Vergleiche jetzt auch, wenn wir wieder gucken, exogene Ketone, was sind da die, die Ester im Vergleich zu den Ketonsalzen etc. etc. Schaut euch das an, wenn ihr wirklich tief in die Materie einkommt, wenn ihr schon einen wissenschaftlichen Hintergrund habt. Ansonsten ist die Sprache ist nicht nur Englisch, sondern es ist wissenschaftliches Englisch. Aber das wären so meine Bücher, die ich euch einfach mal empfehlen würde, wo ihr euch mit befassen könnt, wenn ihr euch dafür interessiert und einfach mehr drüber lernen wollt. Ich bin mir sicher, dass es rein nur um die ketogene Ernährung und Rezepte etc. es coole andere Bücher gibt. Die dürft ihr gerne in die Kommentare reinposten. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Was wir hier machen wollen, ist eine Wissensplattform schaffen, wo sich Leute informieren können.
Das war's von mir, Keto-Coach, in dem Fall Andreas Ulrich, ich bewege dich. Und ja, schreib mir in die Kommentare, was dich noch interessiert. Dazu wird es dann bald ein Video geben.